Weil ist jetzt da der fertig, ey, und wer ist für ZDF? Die Dumme ist ZDF. Die haben gesagt, wo da war dabei. Sat 1 ist da dumm. Sat 1. Das. Oder DDR ist keiner dabei. Ah ja, der kommt da oben drauf. DDR ist der Trabi schon 4. Der Trabi steht schon dumm, der traut sich bloß nicht zurecht. Ja, wir werden wahrscheinlich die Jüngsten sagen. Paul Heinz ist ja hier mit dabei. Grüß Gott. Ist ja schon mal geben. Kann er doch hier machen. Ruzi, der Jungs. Ist der KBI. Das war ja wie die sich da auch, die hat dabei sagen, wo ich mir nicht gefahren. Er darf ja nicht rummachen, wenn er nicht erst einmal liegt. Haben wir da gesehen? Der will ihn nicht. Und welcher Angriffsdruck wegdrehen? Ja, gut. Und jetzt geht's weiter.
Kuppeln. Fertig. Sau kleine Kuppel, fertig. Sau Zeuge. Vom Gerät. Vom Gerät. 10 Punkte für die Gruppe. Leitung hoch! Komm lang zum Wasser! Liebe Feuerwehrkameraden, aktiv und passiv. Ich darf mich als erstes sehr herzlich bedanken, auch namens der Stadt. Ich bin sehr überrascht, nicht überrascht über die gute Leistung, denn ich war ja vor ein oder zwei Jahren schon mal mit dir, habe das also miterlebt, dass ihre Gruppen, wenn es Not am Mann ist und nicht nur, wenn es brennt, sondern in den letzten Jahren haben ja vor allen Dingen die technischen Hilfeleistungen enorm zugenommen. Ich darf mich sehr herzlich bedanken, auch namens des Stadtrates, bei Ihnen allen. Ich bitte Sie sehr herzlich, machen Sie weiter so. Ich bedanke mich bei den Schiedsrichtern. Auch, das ist so, in Göhren haben wir das erste Mal gesehen, das ist auch schon einige Jahre her. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie immer wieder... Ja. Liebe Geräusche, der KWI, liebe Schiedsrichter, liebe Kameraden, die heute ihre Leistungsprüfung bestanden haben. Das ist in unserem Stadtgebiet, habe ich ja schon immer wieder gesagt, eines der besten ausgebildetsten Wehren, die wir überhaupt haben. Und heute hat er das noch, das große Kunststück noch geschafft, dass wir sagen, dass die zwei Gruppen mit null Fehler durchgekommen sind. Heinz, ich möchte dir an dieser Stelle meinen Dank aussprechen, dass du deinen Kameraden so ausgebildet hast. Und ich wünsche mir, dass du weiterhin deine Feuerwehr so die Treue hältst und deine nächsten jungen Kameraden, ich glaube in Rollen, das kommt so langsam mit der Nachwuchs. In deinem